Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, ihr seht hier schon eine neue Rakete, die ich in der letzten Stunde irgendwie so gebastelt habe und rumprobiert habe. Sie ist um einiges einfacher, eine One-Stage-Rakete. Drei große Tanks, drei große Sauerstofftanks, einen einfachen Injektor, hier unten einen Doppelinjektor, zwei bisschen größere Pumpen und unten das ganz große Triebwerk. Und das sollte jetzt reichen, um diese Mission zu beenden. Soll ich sagen, ab auf die Startplattform und 3, 2, 1, Liftoff. Das Ding schießt nicht auch relativ gut weg. Macht, wenn wir hier unter vertikaler Geschwindigkeit gucken, auch relativ flott Geschwindigkeit dazu. Wir sind jetzt schon bei 1 km/s. Und das geht ja immer weiter, das steigt schon weiter. Wir haben auch mittlerweile schon fast 1000 km/h horizontal. Ja, jetzt kommen wir schon in die Nähe von 2 km/s vertikale Geschwindigkeit, was ich denke mindestens brauchen, um, ich glaube 2,5 wäre eher passend für die vertikale Geschwindigkeit, damit wir auf die 160 Kilometer kommen. So, jetzt erhöhen wir seitlich unsere horizontale Geschwindigkeit. Dafür fängt jetzt an, die vertikale Geschwindigkeit zu sinken, was natürlich zu erwarten ist. So, wir sind bei 3,5, 6, 7, 8, 9, 4 km/s. Km/s, genau. Kilometer/s. 5 km/s. Na, jetzt sind wir nur noch auf dem Treibstoff, nicht mehr auf Sauerstoff. Das bedeutet, wir haben weniger Leistung. 6 km/s. Na, es wird besser, wird besser. 7. Okay. Yes, das schaut gut aus, schaut sehr gut aus. Ah, 8 km/s. 8,26 km/s. Wir haben noch 1,7 km/s vertikale Geschwindigkeit und sind schon bei 125 Kilometer. Das könnte funktionieren. Schaut sogar so aus, als ob es funktionieren würde. 1,4 km/s noch. Wir sind bei 140 Kilometern. Na, wir sind bei 150 Kilometern bei 1,22 km/s. Das schaut so aus, als ob wir es schaffen würden. 1 km/s, das ist gut. 160 Kilometer. Und entfaltet sich der Satellit. Da ist er, das schöne Ding. Und die Fairing klippt durch unsere Treibstofftanks. Supi. Jetzt entkoppelt sich der. Und richtet sich aus. Tschack. Die Solarpaneele gehen nach außen. Und er richtet sich aus. Nebenher die riesige Rakete, die jetzt im Orbit geparkt ist und überhaupt keine Probleme in Zukunft wahrscheinlich bereiten wird. Jetzt richtet er sich aus, okay. Und es wird dunkel. Es wird dunkel. Ja? Wer sitzt denn da? Ist das nicht Racen? Schaut noch Racen aus. Warte. A new record has been next slick road network connecting. Connect the road net. Sets of legendary slick road marketplace. Purchase your favorite illegal goods carefree and without interference. We rise again from space. Okay. Make spin. Ui, was passiert denn hier? Nicht gut, ich kann nichts machen. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Hallöchen. Malware detected. Ich glaube irgendwie, da ist mehr als nur Malware. Das ist so ein bisschen mehr am Werk. Oh, da war der schlecht. Ui. Ganz viel Geflicker. Ja, ist ja gut.
Okay. Das war's. Spielentwicklung, Game Director Floris Jake. Game Development Writer Timon Meyer. Game Designer, Developer Morten Behavior. Producer Silio Co. Game Artist Don No Beef. Okay, Writer. The Writer, UI Developer. Music. Grafikdesign. Ex-Disco. Rechtsberatung René Otto. Rese. Was? Researcher, so. Zusätzliche Entwicklung, zusätzliche 3D-Modellierung. Producer erste Phase. PR-Office für die Niederlande. Sozialmedienmanager. Playtesting-Manager. UI-Beratung. Videoproduktion. Rocket Girl Jaden. Okay. Redrick Widener. Raymond Sondermann. Director Floris Jaden. Okay. Exif Producers. Ich habe von den ganzen Leuten noch nicht gehört. Also Editor Video Endings. Ja. Boom Operator Assistant Camera. Clemens Production Design. Wahnsinn, was da. Wie viele Leute hinter diesem Spiel stecken? Aber haben bestimmt auch schon viele Namen doppelt. Stunt Stand-In. Catering. Selbst Catering steht drin. Stylist. Teleprompter. Sound Design. Visual Effects. Nochmal Musik. Lego Welt? Wie Lego Welt? Finanzierung Publisher Humble Games. Research Founders. Creative Industry. Storm and Hang. Netherlands Film Found. Wunderrain Found. Co-Producers. Stopped Festival. Besonderer Dank an. Danke. Aha, das sind so die Bäcker oder so. Die halt das ganze Projekt unterstützt haben die ganze Zeit, kann das sein? Hm? Ja. Ja? Was passiert jetzt? Passiert noch was? Irgend. Oh, nee, okay. Straight up back to menu. Kreativmodus. Was gibt's denn da jetzt? Ich kann bauen, was ich will, oder was? Ach komm, zum Abschluss, weil es so schön war. Einfach weil ich's jetzt kann. Kommt hier unten jetzt das. Ja. Einfach weil ich jetzt kann, will ich noch eine fette Rakete so zum Abschluss bauen. Und dann reden wir kurz über das Spiel. Dann brauchen wir natürlich von der Kinetik noch hier unten das Teil. Ob ich irgendwelche Teile nicht mitbekommen habe, ob mir irgendwelche Teile noch fehlen bis zum Ende des Games, das wäre spannend zu wissen. So. Jetzt noch die Flaps dran. Dann das Triebwerk zwischen. Und dann brauche ich wieder unsere Verbindungselemente. Dafür brauchen wir zwei sozusagen auch. Das geht hier außen rum, verbindet sich nach hier unten. Das ist schon wieder ein Kabelbaum des Todes.
So, und jetzt bauen wir noch zwei Booster links, rechts, die uns dann hier verbunden sind. Das ist unter Kinetik wieder hier, zack. Jetzt einmal kurz gucken. Und aus geht's weiter, perfekt. Bedeutet, dann nehmen wir dann von der Rutsche die Teile, damit wir... Obwohl, da können wir eher so mal für den Anfang noch so ein paar NSA-Teile nehmen. Und dann wieder ein paar Rutschenteile. Kürzere Teile, so. Oben drauf eine Nase. Und dann hier noch ein bisschen Treibstoff rein. Und unten dann direkt das Triebwerk. Auch wieder eine große Pumpe jeweils unten eingebaut. Ah, Verbindungselement. So. Okay, das Triebwerk ist auch verbunden. Was ich mir noch gedacht hätte, wäre, dass wir hier vielleicht das ein bisschen höher setzen. Dann hier so ein Splitter doch noch rein. Die beiden verbinden. Dann den sozusagen nach hier unten die Pumpe. Der andere geht davor nach hier. Und dann wird hier übereinander noch ein Einsatz gemacht. Du verbindest dich zum Beispiel hier. Und hier, zack. Dann geht es sozusagen so nochmal durch. Dann ist die Stage fertig, rein theoretisch. So. Dann drehen wir das Ganze einfach um. Jetzt müssen wir natürlich das Ganze wieder neu verbinden. Aber das Spiel merkt sich leider die Verbindungen nicht. Aber das geht ja wenigstens relativ flott. Dann gehen wir hier mit der Verbindung lang, hier so rum. Und dann noch ein schönes Ding lang. So, dann haben wir hier. Hier schöne Stages, dann kommt noch einfach die obere Stage. Kinetik, der hier dran. Dann noch so ein paar schöne Rutschenteile, nehmen wir zwei oder drei kurze Teile. Wäre wahrscheinlich besser, wenn wir wirklich so ein langes nehmen. Mit ein bisschen breiteren Wings. So, obendrauf kommt die Nase. Ach nee, warte mal. Obendrauf. Ach, jetzt haben wir gar nicht den Satelliten. Schade. Ich hätte zu gerne nach oben im Weltraum abgesetzt. Tun wir halt das hier hochschießen.
Und da setzen wir jetzt zwei Triebwerke rein. Irgendwo, ich bin eher zu zwei so Glockentriebwerke. Verbindungselement, die Pumpe drüber. Und dann schauen, dass man noch die dementsprechend großen passenden Treibstofftanks hier an. Und die passenden Sauerstofftanks. So. Okay, dann brauchen wir hier einen Doppelinjektor. So. Einen Verbinder hier. Und einen Activator hier. Dann setzt man das Ganze noch zusammen. So knapp wie möglich hier dran vorbei. Ja, das wird passen. Ein Triebwerk aktiv. Und zweites Triebwerk aktiv. Perfekt. Dann würde ich sagen, aber ich sag, wir bauen einfach hier auch noch so ein Tor ein. Zwischen den Verbindern. Wir gehen von hier nach hier, okay. Und dann schauen wir uns an euch. Ihr geht mit der 1. Dann gehst du mit der 2. Du gehst mit der 3. Und du gehst mit der 4. Genauso kriegen dann noch die unteren Rutschenteile hier einfach, um sicher zu gehen, noch so Teile dran. Und dann bauen wir doch mal das ganze Ding hier. Schau, wie groß das wird. Groß genug. Bisschen groß. Ja, da passt, es ist zu nah. 3, 2, 1. Warum gehen die zwei Clustertriebwerke unterschiedlich schnell leer? Aber es fliegt noch gleich stabil weiter, okay? Jetzt tun wir das Haupttriebwerk noch nicht mehr. Daten, okay, ich hätte gerne die vertikale Geschwindigkeit. Mhm. Sind das nicht die Side-Tanks? Wo ist ein Haupt? Hm. Noch einmal. Irgendwas war da schief. Nicht rumspielen anfangen nach dem Start. Vertikale Geschwindigkeit, horizontale Geschwindigkeit, allgemeine Geschwindigkeit, die Beschleunigung und die Atmosphäre, würde ich sagen. Und natürlich die Höhe. So, dann starten wir das ganze Ding. Die Höhe schießt nach oben wie sonst noch was. Beschleunigung sind 100 Meter pro Sekunde Quadrat. Das ist natürlich heftig. Und so geht das erste Triebwerk aus. Tun wir die beiden mal dekappeln lassen. Was für eine Atmosphäre haben wir? 6%. Und jetzt schießt das ganze Ding mal weiter davon. Eigentlich sollte das eine Austarierung haben. Ja, passt perfekt.
Jetzt gehen die zwei Clustertriebwerke hier in Arbeit. So wollen wir das doch. Perfekt. Schau dir das an. Also besser geht's ja quasi nicht. Ah, die Beschleunigung wird immer höher. Fast schon 200 Meter pro Sekunde Quadrat. Das ist... Oh, das wird immer... Es steigt auch unerbittlich weiter. Okay. Das war jetzt 2. Jetzt können wir vorne decoupeln und ich würde sagen 3, 2, 1. Düsentrieb. Zählt zwar nicht lange durch, aber es ist gleich klein und fein. Wir haben jetzt eine horizontale Geschwindigkeit von 9,26 Meter pro Sekunde und eine vertikale Geschwindigkeit von 0,92 Kilometer pro Sekunde. Ist aber gar nicht so schlecht. Für unsere hohe horizontale Geschwindigkeit würde ich sagen, war das ordentlich. Ja. Dann würde ich jetzt aber auch sagen, können wir beenden. Sollen wir hier Video hochladen. Knopfdrücker, Antrieb, gigantisch, Reservekanäle und Absaugeinrichtung und laden das Ganze einfach hoch auf das Netzwerk, wo gar nichts mehr drauf ist. Kein Wunder, warum Flugzeuge heute heraus den Himmel geschossen werden. Ja, okay, die Übersetzungen sind nicht so ganz grandios. Aber Leute, ich würde sagen, das war's von diesem Let's Play. Ich finde auf jeden Fall, dass Next Space Rebels ein sehr interessantes Spiel ist. Ist mal ein interessanter Ansatz zu diesem ganzen Raketenbau-Genre, wenn wir es jetzt vergleichen mal mit Kerbal Space Program. Die Idee dahinter, dass du aus Schrott am Anfang was baust oder halt so mit kleinen Raketen anfängst und immer größer wirst, bis du einen Satelliten siehst, ist ein sehr interessanter Ansatz. Ich finde es sehr schade, dass es nicht weitergeht und du dann halt mit richtigen Sachen weiterbaust. Ich finde es auch schade, dass ich zum Beispiel nicht das große Triebwerk mehr geschafft habe, weil ich dachte, okay, das kriege ich irgendwie später zusammen. Ach guck, jetzt hast du hier auch einen Kanal, okay. Also ich glaube, das müsste ja jetzt hier haben, oder? Das Triebwerk. Das große... Nee, haben wir... Ach, müssen wir das jetzt noch trotzdem noch freischalten. Ist ja natürlich eine interessante Sache. Auf jeden Fall finde ich auch die Idee dahinter, dass man sozusagen sich von dem YouTube in Next Space Rebels sozusagen abkoppelt, das Netzwerk gründet dafür. Sehr interessant. Und diese Interaktion mit diesen anderen Leuten, da ist... das ist ein bisschen... Ja, doch teilweise auch nervig gewesen, weil du halt... Du kannst dir das klar alles durchlesen, es war doch teilweise extrem viel Text, der dezent unnötig war und ich glaube, das ist eher dann was, ja, nicht so das Spannende ausmacht. Die Videos, die drin waren, die haben wir uns ja nicht zusammen angeschaut, die waren auch sehr, sehr cool gemacht und wenn ihr euch die Videos dann, die da drin sind, anschaut, dann würde ich euch empfehlen, das Spiel selber zu spielen. Es ist eine nette Herausforderung, wo man mit ein, zwei Kniffen, die Hover-Herausforderung war auch sehr, sehr interessant und wirklich knifflig. Ich denke aber, die hätten mehr aus dem Spiel rausholen können. Also noch ein bisschen mehr Story hinterpacken oder sowas. Oder noch ein Open World, wo du Satelliten wirklich fliegen machst. Wenn die das noch drin hätten, wäre das bestimmt mega, mega geil. Aber grundsätzlich würde ich sagen, cooles Spiel. Mal eine ganz andere Sicht auf die ganze, auf dieses ganze Raketenbau-Genre. Und ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns bei einem der nächsten Let's Plays wieder. Also, bis dann. Ciao.